bin der Markus Derforn, ich bin der Geschäftsführer der Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Und ich bin hier heute vor der Volksbühne, wie auch in den letzten Wochen, damit diese rechten Corona-Verschwörer-Demonstranten hier nicht sind. Also erstmal ganz kurz zusammengefasst. Vielleicht fragt ihr euch, wer die denn sind. Also für mich sind diese neuen Demonstranten irgendwie eigentlich die Alten. Das sind genau die gleichen Leute, die wir bei Pegida getroffen haben. Das sind die Leute, die wir auf den sogenannten Querfront-Friedensdemonstrationen getroffen haben. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir es geschafft haben heute, dass sie halt nicht zum Rosa-Luxemburg-Platz gekommen sind. Was mich an diesen Protesten irgendwie tatsächlich am meisten aufregt, ist, dass sie genau das Gegenteil von dem machen, was sie behaupten. Irgendwie. Sie sagen, wir sind gegen die da oben. Das sind ja viele, aber sind gar nicht gegen die da oben, sondern sie tun sich zusammen zum Beispiel mit den deutschen Wirtschaftsverbänden, die sagen, ja, die Wirtschaft muss wieder anspringen, irgendwie distanziert euch nicht, irgendwie ihr sollt wieder einkaufen gehen oder so. Ja? Und das sind doch die da oben zum Beispiel. Ja? Sie sagen, wir müssen alle was zusammen machen. Ja, also mit wem machen sie was zusammen? Mit Neonazis, mit der NPD, mit der AfD, mit Ken Jebsen und seinen wahnsinnigen Verschwörungstheorien oder so. Wer was zusammen macht mit Antisemiten, wer was zusammen macht mit Nazis oder so, der muss auf Widerstand, muss mit Widerstand rechnen, und deshalb sind wir auch hier. Ich finde, dass wir einen Erfolg gehabt haben heute. Wir sind hier, Antifaschisten sind hier, das ist ein großes, ich finde auch ganz qualifiziertes Bündnis, die hier geredet haben, aus Mieterinneninitiativen, aus kleinen linken Parteien, kritische Medizinerinnen, eigentlich all die Leute, mit denen wir als Antifaschisten und Antifaschistinnen gern was zusammen machen. Und ja, das ist ein Erfolg. Was das Ganze natürlich so ein bisschen, ja, was schmerzlich ist, wir stehen hier und die ganze Zeit führt die Polizei Leute ab. Kurz vorher war eine antifaschistische Kundgebung organisiert von Genossinnen aus der Linienstraße oder so. Auch da sind die Leute irgendwie verhaftet worden. So, heute scheint irgendwie der Erfolg irgendwie der Rechten nicht so groß zu sein. Ich weiß von hier aus nicht genau, woran das liegt, aber anscheinend ist dieses dezentrale Konzept, was auch die Rechten propagieren, heute nicht ganz aufgegangen. Gerade deshalb war es wichtig, dass wir in den letzten Wochen hier waren, um ihn in den zentralen Anlaufpunkt zu nehmen. Und das ist uns wohl gelungen, aber warten wir den Tag noch ab.